Henning Fairlage. Ich bin zu Gast bei Henning Fairlage. Normalerweise die Leute bei mir zu Gast. Heute bin ich zu Gast bei Henning Fairlage. Henning, schön, dass es geklappt hat heute Morgen, muss ich ja sagen. Genau. Musikerunfreundliche Zeit. Knapp 10 Uhr morgens, aber immerhin. Es gibt nur noch 24/7. Genau, ist ja gut. Völlig egal, wann wir im Studio sitzen. Das ist ja auch das Schöne an unseren Studios, dass wir mittlerweile wirklich hier sitzen können, wann wir wollen. Eben. Wir fangen an mit den Standardfragen. Mhm. Name, habe ich schon gesagt. Henning Fairlage. Alter? 38. Berufsbezeichnung? Irgendwas mit Musik. Das muss ich tatsächlich so sagen, weil Musikproduzent ist ein komisches Wort, finde ich. Groß, ne? In der Medienwelt auch gerne mit einer ausartenden Künstlerpersönlichkeit gerne gleichgesetzt. Das bin ich nicht. Ich bin einfach ein normaler Typ. So siehst du ihn nicht. Genau. Dazu aber eben an tausend Baustellen immer gleichzeitig aktiv. Das heißt, ich muss nicht zwingend Musikproduzent sein. Ich kann auch als Programmer oder Zuarbeiter in einem Team irgendwie Aufnehmer, Mischer. Ja, sonst was irgendwie sonst sein. Also ich viele Rollen einnehmen oder als Musiker unterwegs sein. Ja. Von daher ist das sehr schwierig. Aber das macht es heutzutage auch spannend. Genau. Am Ende des Tages, ja. Weil dadurch, dass man nicht mehr limitiert ist, nur an den Knöpfen zu sitzen und dafür zu sorgen, dass die Bassdrum gut klingt, wenn man sie aufnimmt, sondern richtig, auch das Ganze hinterher fertig abliefern zu können. Ne? Ja, irgendwie ja. Und die Kreativität vor allem, die du mitbringen kannst. Ja, man fühlt sich eben nicht nur rein als Techniker, so, wobei ich das nicht herabwürdigen möchte. Das ist eine ganze. Ist ja auch, früher Ingenieur. Ne? Kann also auch viel mit Kunst tatsächlich zu tun haben. Also es ist eine große Grauzone so dazwischen. Ja. Aber ich finde schon schön, dass ich so einen musikalischen Background habe und vor allem auf so einer kreativen Seite auch mitarbeiten kann. Super. Ja. Letzte Frage, deine erste Platte, die du dir selber gekauft hast, LP oder Single? Ja, gilt ja bei uns noch. Genau, gilt bei uns noch. Ist vielleicht ein bisschen peinlich, Modern Talking, Atlantis is Calling SOS for Love. Ich habe neulich ein Interview auch mit einem Keyboarder geführt, mit Max Gorstein, der hatte Depeche Mode im Angebot, ja, obwohl er ein Ossi war. Und er sagte, das hat ihn zum Keyboard gebracht. Hat dich Atlantis is Calling zum Keyboard gebracht? Ja, tatsächlich ein bisschen, weil früher lief auch die ZDF-Hitparade. Richtig. Und Dieter! Genau. Thomas und Heck. Da fand ich dann tatsächlich Thomas Anders in seinem Umhänge-Keyboard. Mit dem Remote-Keyboard. Genau, ganz toll. So, das hat mich tatsächlich irgendwie da hingeführt. Ihn oder seine Haare? Nee, nur das Umhänge-Keyboard. Das hat dich gerettet, weil die Keyboards hast du heute noch, die Haare. Genau. Und die Lackschuhe und so, die der auch auf den Covern so hatten, das habe ich noch, da habe ich damals nicht verstanden. Das war zu weit weg. Und danach kam aber auch sehr schnell so Camouflage, war dann auch in der Hitparade, auch wieder Keyboard, hat mich irgendwie geflasht und von daher war der Weg zu Depeche Mode auch nicht weit. Die uns natürlich alle irgendwie mitgenommen haben. Ja, irgendwie ja. Ich erinnere mich noch an eine Vinyl-Maxi, die ich hatte, mit so Streifen drauf und so weiter von Master and Servant. Oh, ja. Und das war für mich, der von der Gitarre kam, ganz impressive, möchte ich sagen. Also wirklich beeindruckend, verrückt. Du bist ja mit unheimlich sehr erfolgreich gewesen, Produzent des Jahres, da haben wir die Berufsbezeichnung wieder. Ja, doch. Also dann doch Produzent, genau. Ne? Sehr erfolgreich, wenn ich mal durchzähle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sechse. Echos stehen da. Genau. Ja, toll. Und für jemanden, der im Prinzip aus dem Heimstudio kommt, weil ich erinnere mich, als wir uns kennengelernt haben, da hast du noch im Dachstübchen bei deinen Eltern gesessen. Genau, richtig. Ist auch noch gar nicht so lange her, also 7 Jahre ungefähr oder 8, so um den Dreh. Aber sehr lange Zeit und eben auch dieses Durchbruchsalbum, das große Freiheit-Album, ist auch, sagen wir, zu 90% da in diesem auf diesem Dachboden entstanden. Und da haben wir die Schnittstelle nämlich zu uns im Home-Studio, weil am Ende des Tages, du bist ja In-the-Box-Mixer dadurch quasi, weil letztendlich eine große SSL jetzt da oben eh nicht reingekriegt. Nee. Also den Kran möchte ich sehen, der das geschafft hätte und den Boden, der das gehalten hätte. Aber das bringt dich im Prinzip zum Heimstudio dann auch, weil letztendlich ist das hier ein toller Aufnahmeraum, auch mit einer tollen Einsinge da vorne, aber am Ende des Tages auch in Anführungszeichen nur ein Heimstudio. Ne? Richtig. Und vor allem ist das halt einfach nur ein, sagen wir mal, schönes Surrounding. Ja? Man sitzt hier schön, kann hier gut arbeiten, es ist alles angenehm. Also dieses Umfeld, das ist fast wichtiger, dass man sich halt irgendwie wohlfühlt. Aber das Herz des Studios ist einfach nur noch mein Rechner. Und ob ich den jetzt hier aufbaue oder zu Hause oder auf Tour, wir haben ganz viel auf Tour gearbeitet. Ich habe mich jeden Tag in irgendeinem anderen Backstage-Raum gesehen, mal mit blechernen Wänden, mal nur mit Vorhängen, mal wie auch immer. Kopfhörer oder große Boxen? Nee, Kopfhörer und kleine KRK V4 hatte ich mit.
Und ich habe das aufgebaut, das ganze Setup. Jeden Morgen habe ich da hingesetzt, habe ein paar Referenztracks laufen lassen. Dann war ich irgendwie so drin. Und dann konnte ich da auch arbeiten. Aber schon ein interessantes Stichwort, Referenztracks. Weil es ist tatsächlich... für mich ist es ja ein Schmerz im Hintern, Referenztracks, weil das ist ganz einfach, weil ich mich vergleichen muss mit den Großen. Das ist ja gemein. Ja, ist ja nicht das Verkehrteste. So. Man muss es aber zulassen. Aber Ende des Tages, ich näher mich dem an. Ich habe das auch schon auf meinem Blog in einem Video gesagt. Leute, nehmt Referenztracks. Habe aber neulich wieder einen Mix gemacht ohne Referenztrack und habe den dann dem Kollegen zugeschickt. Eine Live-Aufnahme, die ich einfach mal so jetzt für mich machen wollte. Ja. Und hab dann gemischt, so wie ich das gut gefühlt habe, und der sagte, ja, das ist okay, aber meine Referenz war da lauter, die Gitarrenfetter und so weiter. Und dann habe ich mir seine Referenz angehört. Er hatte mir sie mitgeschickt, ich habe sie nicht angehört, ich arroganter Schnösel, und habe festgestellt, ja, tatsächlich, die Gitarren sind viel lauter und der Gesamtsound ist weiter weg von dem, was ich nach meinem Geschmack gemischt habe. Und hätte ich nach der Referenz gemischt, wäre ich näher an dem gewesen, welche Vorstellung er gehabt hätte. Ja. Und da wir ja Dienstleister sind, war das keine schlaue. Richtig. Und das ist ja auch, das ist ja nicht nur in unserem Bereich so. Also einfach, wenn du mit Künstlern zu tun hast, ja, die kommen auch mit Referenzen an, die sagen, hier, ich habe hier irgendwie das auf iTunes gehört oder Spotify oder was auch immer, können wir nicht was machen, was irgendwie so in der Art ist. Oder die haben halt ihre, einfach ihre Favorites, die sie selber geprägt haben im Kopf. Ja, genau. Und das sind so ihre stilistischen Referenzen, über die dann ja hier ein bisschen, da ein bisschen ihre eigene Künstlerpersönlichkeit geformt haben. Und ihr Geschmack auch. Genau, und das ist dann nicht schlecht, die zu kennen. So, damit man halt irgendwie eine gleiche Vorstellung entwickelt. So, also von daher finde ich das ist überhaupt kein Problem. Ja, so ist es für uns Anfänger dann aber möglich, zum Beispiel Verhältnisse zwischen Gitarre, Bass und Bassdrum oder Snare rauszukriegen, und du orientierst dich da aber weniger an diesen Verhältnissen, natürlich auch ein bisschen, aber wahrscheinlich dann auch eher am Geschmack des Klienten. Ne? Ja, also ne, wenn es darum geht, eine gemeinsame künstlerische Vision irgendwie zu entwickeln, ist es immer schwierig, über so Sachen zu reden und kann sich besser einfach gegenseitig Tracks vorspielen. Klingt wie. Genau, ne, um irgendwie so eine Vorstellung zu finden, was hat denn künstlerisch sozialisiert? So, was ist denn dabei rausgekommen? So, das wäre so eine Schiene, wenn du so an Film denkst, da wird auch mit Temp-Tracks gearbeitet. Es gibt dann den Musical-Editor oder wen auch immer, den Verantwortlichen für die Musik, der einfach verschiedenste Sachen ausprobiert, um zu gucken, wie wirkt diese Stimmung mit dem Bild und so weiter. Und dann haben sich hinterher alle an diese Temp-Tracks gewöhnt. Ja, dann wird das rausgegeben an den Komponisten. Und der macht was ganz Neues. Genau, wenn der nicht wüsste, was da eben die Referenz war, dann geht es wahrscheinlich auch in eine total falsche Richtung, weil die schon diese Temp-Tracks mit einer Emotion und dem Bild verbunden haben. Ja. Und dann soll das auch bitteschön etwas in dieser Art sein. Es sei denn, er heißt Hans Zimmer vielleicht. Ja, genau. Ich habe mir viele Interviews mit Hans Zimmer angeguckt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ob er einer ist, der die direkt wegschmeißt, die Temp-Tracks. Aber ich glaube, er sitzt aber auch so nah an der Quelle, dass, oder ist so frühzeitig eingebunden in die Projekte, dass er quasi selber die Temp-Tracks generiert. Wahrscheinlich, ja. Der hat ja auch ein riesen Setup. Wobei ich ihn neulich, er hat ja diese Werbung bei YouTube gehabt, wo er auch für einen Workshop irgendwie seine Methode lernen wollte. Und es war ganz kurz, er saß am Piano und sagte, das ist eine Frage. Und das ist eine Antwort. Die Ganze wieder zumachen. Oh, das ist eine verrückte Frage. Und witzigerweise habe ich genau mit diesem Gedanken im Kopf neulich beim ESC-Ausscheid gesessen. Ah. Und da sang dann diese Dame, die da auch gewonnen hat, auch mit ihrem Titel. Und der Titel hörte mit einer Frage auf. Der machte den Song hinten nicht zu, sondern hörte mit einer Frage auf. Und ich habe gedacht, warum? Und da hat mich Hans Zimmer draufgebracht. Das ist verrückt. Also Leute, mein Tipp, schließt den Song lieber rund ab und macht hinten keine Frage, sondern macht eine Antwort. Genau. So, du mischst also komplett in der Box hier mit Steinberg. Du bist ein Steinberg-Jünger. Genau, schon immer gewesen. Hab damals mit dem Atari 1040 ST angefangen, weil er den MIDI-Anschluss eingebaut hatte. Also der Klassiker. Kam eben vom Keyboard. Die Keyboards hatten MIDI-Anschluss. Ja, und so fängt man irgendwie automatisch an. Ja. Ich hatte eine 01W Workstation von Korg. Ja. Falls du die noch kennst. Ja, kenne ich. Und das, also der Nachfolger der legendären M1. Genau. Gab's eine Serie gab es noch dazwischen, die T oder irgendwas Serie. Aber der M1 war damals parallel mit dem DX7 oder war das DX7 noch eine Generation davor? Ich glaube, der war noch davor. Noch einen davor, ja. Naja, komm. Aber so M1 Geschenk. 88 oder so um den Dreh. Aber das war noch nicht meine Zahl. Meine war eben diese 01W FD. Aber du hast dann einen Hardware-Sequencer drin gehabt und
konntest dann halt schon mal intern in deiner Workstation aufnehmen. Und dann habe ich in einer Schülerband gespielt, wie man das halt so macht. Und irgendwann ist dann immer die Frage so, wir möchten uns irgendwie mal aufnehmen. Ja. Und dann bist du automatisch irgendwie derjenige, der das irgendwie machen soll. Weil aber es gab doch kein Audio damals im Atari. Nee, also. Da hatte ich dann die Kombination mit dem VS880 von Roland. Erst einer der ersten bezahlbaren 8-Spur-Hardisk-Recorder, eben auch fürs Home-Recording. Und damit habe ich dann meinen MIDI-Sequencer mit dem mit Cubase auf dem Atari ergänzt. So. 8-Spur, jetzt kurze Frage, wie viele Spuren hat ein üblicher Unheilig-Song? Ja, du, also da kratze ich auch gerne mal an der 200-Spur-Marke. So. Aber das liegt auch nur daran, weil man eben heutzutage so unlimitiert ist, dass man für jeden Krempel, für jeden FX-Sound, für jedes Ding machst du einfach eine neue Spur auf, weil du dann nichts automatisieren musst oder irgendwas, du kannst jede Spur individuell behandeln. Dann fängst du eh an, zig Sachen zu layern. Ja, dann hast du nicht nur einen Piano-Sound, sondern fünf. Ja. Und nicht nur einen Streicher-Sound, sondern teilst es nochmal auf in verschiedene Gruppen und so weiter. Und so kommen halt diese Spuren zusammen. Wenn ich das hinterher bounce für den endgültigen Mixdown, dann lande ich da vielleicht bei, sagen wir, zwischen 50 und 70 Spuren. So. Aber dann besteht ja immer noch die Herausforderung, das dann später mal auf die Bühne bringen zu müssen, zu dürfen. Ne? Genau, so, das ist dann, aber das ist mir in dem Moment total egal. Okay. Also erstmal geht es nur darum, eine Platte irgendwie zu machen und da alles irgendwie zu machen, wie man das gerne möchte, ohne darüber nachzudenken, wie man das hinterher irgendwie live umsetzen kann. Also, weil das würde mich nur total beschränken. Und es muss größer als das Leben klingen, ne? Larger than life, wie man so schön sagt. So. Ja. Naja, auf jeden Fall damals mit diesen 8 Spuren sind wir natürlich im Proberaum dann auch hingekommen. Aber so bin ich eigentlich dann auch ans Produzieren gekommen, weil du dann halt derjenige bist, der diese Technik da stehen hat. Du drückst auf Record, du nimmst den Schlagzeuger meinetwegen auf, drückst hinterher auf Stopp und der guckt dich fragend an. Sagt, war es jetzt gut, war es nicht gut? Und plötzlich bist du der Entscheider und musst halt irgendwie eine Meinung dazu haben. Ja. Und so fängst du automatisch an, dich auch mit eben anderen Instrumenten auseinanderzusetzen. Ne? Könnte der denn da nicht irgendwie hier noch einen Fill machen oder ein anderes Bassdrum-Pattern spielen? Und wurdest du dann ernst genommen? Also ich meine, du warst ja erstmal nur der Keyboarder und derjenige, der es aufnimmt. Ja, die entscheidet, der Weg zum Produzenten mit eigener Meinung und einem eigenen Sound im Kopf ist ja schon ein anderer. Genau, ne? Aber das kommt dann irgendwie mit der Zeit, beziehungsweise man wird automatisch ins kalte Wasser geschmissen. Mhm. Also du stehst mit jemandem da und nimmst den halt auf. Und wenn du auf Stopp drückst, steht ja sofort irgendwie die Frage im Raum, wiederholen wir das? Wie war ich? Da lernt man viel auch über Psychologie, wie man mit Sängern umgeht. Genau. Oh ja, gerade Sänger, ja. Und so bin ich da halt dann langsam zugekommen. Und von daher, diese hartes Recording-Zeit war wichtig und es war eben diese Nach-Tape-Zeit und ich hatte mit Tape dann nie was zu tun. Ja. Und dann ist Cubase immer mit den mit meinen quasi gerade gebrauchten Ansprüchen gewachsen. Das heißt, als ich dieses Recording gemacht habe, ging dann diese VST-Technologie so langsam los. Ja, dann konntest du halt mal einen Equalizer oder einen Hall irgendwie in Cubase dann damals dann zumindest dann schon auf dem PC, da waren die Atari-Zeiten passé, aber da konnte man dann vielleicht mal 4 Spuren irgendwie aufnehmen. Ja, und aber es wurde halt immer mehr und deswegen bin ich dann nie in die in dieses analoge Recording, Studio-Recording-Thema so gekommen, sondern habe immer halt irgendwie mit meinem Rechner arbeiten können und kam dann nie an Grenzen. Also es ist halt immer mit den Ansprüchen, mit meinen gestiegenen Ansprüchen ist eben auch die Technologie weiter fortgeschritten. Aber würdest du sagen, dass du heute angekommen wärst? Also ich meine, CPU-Power genügend. Alle Plugins am Start. Outboard braucht man heutzutage quasi gar nicht mehr. Du brauchst ein gutes Mikrofon, einen guten Preamp und das war's. Ja. Und ein gutes Audio-Interface vielleicht noch, damit es ordentlich reinkommt in den Rechner. Richtig. Den Rest macht die CPU hier quasi, ne? Genau, ja, also von daher, das ist ein Traum. Im Moment habe ich alles hier in einer großen Kiste von DAX, ein schöner Studio-PC als im Rack-Format, den habe ich quasi immer im Kofferraum und schließe ihn halt da an, wo ich gerade bin. Praktisch, ja. Also habe ich wirklich mein Studio immer dabei, also besser geht's nicht. Der Traum ist natürlich, das jetzt wirklich komplett nach und nach in Laptop zu verlagern, dass ich halt wirklich noch den Laptop aufklappen muss und immer wirklich an dem aktuellen Projekt weiterarbeiten kann und nicht so eine Zwischenlösung habe, so
ich habe ein bisschen drauf aufgenommen, aber der Hauptrechner steht im Studio oder irgendwie sowas. Irgendwie muss ich es rüberkriegen. Genau, ne, ich will mein komplettes Studio immer mit dabei haben und ich bin schon ziemlich nahe dran. Ja, ich meine, letztendlich brauchst du ja dann, also zum Mischen und zum Produzieren und so weiter, brauchst du ja tatsächlich nur noch den Rechner. Das heißt, du wärst dann im Zweifel nur noch hier für Schlagzeugaufnahmen und also für alles, was akustisch aufgenommen wird. Mehr oder weniger. Ja, genau. So kann man das sagen. Es gibt verschiedene Szenarien. Also auch früher, als ich noch in meinem Dachbodenstudio aufgenommen habe, war im Prinzip das Prozedere das gleiche. Ich bin dann auch sehr häufig hier eben hingefahren, um eben Schlagzeugaufnahmen zu machen oder Gitarrenrecordings, alles, was ich eben zu Hause nicht machen konnte. Und habe danach eben die Festplatte wieder eingepackt, bin wieder nach Hause gefahren und konnte da dann weiterarbeiten. Ja. Edits machen und all so ein Kram. Also wo man irgendwie Tätigkeiten, wo man alleine am Rechner irgendwie sitzt. Und heute ist es ganz ähnlich. Also ich habe hier den Studioraum. Trotzdem kann ich halt den Rechner mitnehmen und dann ist jetzt halt das Studio nicht mehr mein Dachboden, sondern da, wo ich gerade bin. Das Hotelzimmer oder wo auch immer du bist. Genau. So. Ja. Und das kann eben hier sein, das kann eben irgendwo anders sein. Und hier den Raum, den nutze ich dann tatsächlich für Recordings, ja, dass ich also hier in der Gesangskabine Vocals aufnehmen kann oder hier auch Bass, Gitarren aufnehmen kann oder drüben im großen Studio Schlagzeug. Für sowas nutze ich das, aber das Prozedere ist im Prinzip das gleiche. Ich nehme auf, dann habe ich wieder alles in meinem Rechner und dann kann ich irgendwo, wo ich bin, weiterarbeiten. Und das Schöne ist natürlich an so einem großen Studio, wie eben auch schon gesagt, dieses Surrounding. Du kannst halt auch mal wirklich mit einer großen Besetzung und so kann man sich hier aufhalten, ohne irgendwie zu beengt aufeinander zu sitzen. Und das ist dann doch ganz angenehm. Ja, so. Für diejenigen, die es interessiert, wir sitzen hier direkt in einem Nebengebäude des Prinzipalstudios in Ottmarsbocholt im weltberühmten Senden, kurz vor Münster. Und hier draußen ist im Prinzip nichts. Es ist ein Riesenkotten und hier können Bands noch wie früher übernachten, sich aufhalten, wochenlang einschließen, aufnehmen, produzieren und so weiter. Das ist wirklich grandios hier. Also ja, und ein Dinosaurier quasi. Ja, es nehmen auch viele in Anspruch, wo man denkt, Mensch, wenn ihr doch eh in Berlin seid, da gibt es auch eine hohe Tonstudiodichte. Aber das Ding ist eben auch für Bands rauszukommen aus ihrem Alltag. Und wirklich konzentriert einfach an ihrer Sache zu arbeiten, sich mal so ein bisschen rauszunehmen. Und das gelingt hier gut. Ja, und ich finde super, dass hier das Heimstudio und das große Studio sich nicht gegenseitig wegkicken, sondern sich ergänzen können. Weil es gibt Sachen, die man nun mal im Heimstudio nicht machen kann. Drums aufnehmen in einem guten Raum, das lohnt sich immer dafür, ins große Studio zu fahren. Ja. Also Plädoyer fürs große Studio an der Stelle. Genau. Das dann aber dann wiederum mitzunehmen und dann nachzubearbeiten. Genau, also das so habe ich immer gearbeitet und ist eine perfekte Kombination. Ja. Und wenn wir Stichwort Drums haben, heutzutage werden Drums zwar geil aufgenommen, aber dann am Ende des Tages doch mit Unmengen an extrem super produzierten Samples ergänzt, um dann doch diesen fetten Sound hinzukriegen. Macht man sich nicht mehr die Mühe, ein Schlagzeug heutzutage noch klassisch gut klingen zu lassen? Ja, es hängt von der Stilistik tatsächlich auch ab. Jetzt in meinem Metier, in dem ich mich bewege, was auch viel Popmusik ist, wo sowieso, sagen wir mal, 90% der Sachen programmiert sind, da ist es immer so ein Hybrid-Ding. Also ich programmiere am Anfang, auch in Demos programmiere ich Drums und es ist dann eher so, dass dann vielleicht im Laufe der Produktion diese Drums ersetzt werden durch eine echte Aufnahme. Es kann aber auch sein, dass es gar nicht passiert oder dass es eine Kombination hinterher ist, einfach um noch ein organischeres Flair mit reinzubekommen. Aber es ist doch das gewünschte Endergebnis ist doch meistens so ein Hybrid, ja, dass man halt irgendwie hört, ja, es ist Schlagzeug, aber man nicht so genau ausmachen kann, ob das jetzt echt gespielt ist oder programmiert ist. Also es ist was anderes, als wenn du, sagen wir mal, eine klassische Rockkapelle aufnimmst oder eine Jazzformation oder so, da würde man natürlich nicht mit ankommen und sagen, so, hier, das Jazz-Schlagzeug, das triggere ich jetzt oder sowas. Ne, beim Jazz-Schlagzeug vielleicht nicht, aber gerade bei Rock-Drums, die wirklich heutzutage so weit vorne sein müssen und so fett sein müssen. Bei Rock-Drums ist es natürlich gang und gäbe. Ne? Gerade Kick und Snare, das merkt man auch, hört man in Produktionen auch dadurch, dass meinetwegen der ganze Beckenalarm irgendwo ganz weit hinten passiert. Ja die Kick und Snare stehen ganz weit vorne. Dann kann man sich sicher sein, dass da in irgendeiner Form Trigger-Samples mit einer Rolle spielen, weil man eben so gar nicht aufnehmen kann. Aber das ist dann auch keine Frage des Anspruchs, sondern des gelernten Hörens heutzutage, dass der Mischer einfach nicht sagt, pass auf, ich verzichte darauf,
standardmäßig, sondern genau. Du musst es ja quasi. Aber eben, wie gesagt, ich würde es eben situationsabhängig machen. Es kann eben sein, dass die Band eben kommt, sich im Kreis aufstellt, dann wird bis vier gezählt und es soll ein möglichst authentischer irgendwie Band-Sound sein. Ja. Oder ob man eben einen Schritt weiter geht und sagt, es soll aber doch was Produziertes irgendwie bekommen. Oder dass man eben so, wie es bei mir eben der Fall ist, das sowieso immer auch mit anderen Programmings kombiniert. Sagen wir mal, wenn ich mit Drumloops oder sowas noch mit arbeite, dann bin ich ja auch gezwungen, dass das Schlagzeug wirklich tight durchquantisiert ist und so weiter, damit das mit dem Loop perfekt einfach zusammenläuft. Läuft. Ja, genau. Es laufen irgendwelche Sequencer, Rattersequenzen mit in Sechzehnteln und so weiter. Das muss halt einfach irgendwie dann gut aufeinander sitzen. Und dann behandle ich eine Schlagzeugaufnahme nicht anders, als wenn es eine programmierte Aufnahme wäre. Ja. Stichwort Plugins. Viele Leute streben ja nach vielen Plugins. Mhm. Andere sagen, das geht auch mit den Plugins, die mitgeliefert werden. Ich bin so dazwischen. Ich habe alle Plugins, nehme aber im Rahmen meines Blogs ganz oft nur die Plugins, die mitgeliefert werden, weil die rudimentären Funktionen wie Kompressor und Equalizer, die wichtigsten im Prinzip, funktionieren ja eigentlich ohne Charakter erstmal ganz gut in den DAWs. Wie viel Plugins und welche Plugins benutzt du denn so auf einem handelsüblichen Gesangscheck, sagen wir mal so? Ja, sagen wir mal so, also ich habe tatsächlich so gut wie alles irgendwie installiert, was es gibt. Und der Computer berstet da irgendwie, Hast du einen Überblick oder hast du zumindest eine bessere Auflistung? Genau, und das ist jetzt eben das Ding. Also ich würde nicht sagen, man muss viel installieren, um einen guten Sound irgendwie zu machen. Das ist totaler Quatsch. Von daher gebe ich dir vollkommen recht, wenn man sagt, du hast eine Software und da sind die Stock-Plugins drin, und dann arbeite doch damit. Das hat nämlich vor allem den Grund, dass man eben nicht sofort erschlagen wird mit tausenden Möglichkeiten, sondern dass man sagt, hier ist ein EQ und ein Kompressor. Das sind die grundlegenden Sachen, die man auf fast jedem Track irgendwie gebraucht. Und dann lern doch erstmal damit irgendwie zu arbeiten und zu schauen, wie funktioniert das. Aber es ist so verführerisch. Ja, das stimmt. Aber das ist wie wenn irgendwie auf dem Schulhof bis vor ein paar Jahren die Festplatten mit zehntausenden Songs irgendwie hin und her geschoben wurden. Da hast du die zwar gehabt, aber die hast du ja auch nie angehört. Nee. Und es ist was anderes, ob du dann halt in den Laden gehst und dir eine Platte kaufst. Ja, da hast du irgendwie, du hast Geld ausgegeben dafür und bekommst irgendwie einen Wertgegenstand zurück. Und ich glaube, in dem Moment, wo man realisiert, dass man jetzt Geld für etwas ausgegeben hat, dann beschäftigt man sich auch mehr damit. Dann hörst du dir diese Platte auch tatsächlich an und hörst sie vielleicht sogar mehrmals. Ja, aber gehen wir mal davon aus, dass du ein großes Plugin-Bundle kaufst. Ja. 70 Plugins. Genau. Bam. Kann man natürlich machen. Ich habe ja auch das große Waves-Bundle irgendwie installiert. Das hat, keine Ahnung, 130 Plugins oder irgendwie sowas. Und wenn ich ehrlich bin, benutze ich davon vielleicht 10. So. Ja. Also ich würde halt sagen, fang mit diesen Basics an, bemühe den Standard-Kompressor und den Standard-EQ. Und wenn du das Gefühl hast, so, ich weiß, wie es funktioniert, dann probier mal andere Farben oder sowas aus. Aber es ist eine lange Durststrecke, ne? Also es kann sehr dröge sein. Ja, aber es ist deutlich effizienter, als wenn man jetzt irgendwie, sagen wir mal, du willst irgendeinen Kompressor laden, einen klassischen 1176. Ja. So, den habe ich hier als Hardware, den habe ich in der Software vielleicht 5-6 Mal. Selbst in der im Cubase Standard Bundle ist dann der Vintage-Kompressor dabei. Ja, ja, stimmt. Sieht eben optisch dann auch aus wie der 1176, lässt sich auch so bedienen. Dann, wenn ich jetzt also mir einfach alles irgendwie installiere und ich drücke jetzt irgendwie in der Plugin-Liste auf Kompressor und da ploppen 20 Kompressoren auf, dann bin ich ja bei jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Spur bearbeite, bin ich dann irgendwie, stehe ich vor dieser Qual der Wahl, welchen nehme ich denn jetzt? So, wenn du aber einfach Standards hast, ja, und hast deinen 1176 und das ist meinetwegen der Vintage-Kompressor aus Cubase, dann brauchst du ja keine Gedanken mehr drüber zu machen. Und ich empfehle da auch immer, mal 10, 15, 20 Jahre zurückzudenken an ein normales
normal ausgestattetes, klassisches Studio. Ja, da bist du reingekommen, da stand eine analoge Konsole und dann in den Racks hinten oder links und rechts stand dann einfach das, was eben an Outboard da war. Und das war auch nicht, dass da 20 verschiedene Kompressoren von allen möglichen Herstellern drin waren und nochmal 100 Hallgeräte und was auch immer, sondern es gab einfach irgendeinen Bestand. Den hat vielleicht auch mal jemand ganz sorgfältig ausgewählt, aber es waren einfach vielleicht auch budgetmäßig das einfach da, was jetzt da ist. Und du kommst in das Studio und siehst dann auf einen Blick, okay, mit dem Zeug kann ich hier jetzt arbeiten. Ja, da ist dann nicht die Frage so, was nehme ich denn jetzt, sondern du nimmst das, was da ist. Ja. Und da muss man sich immer mal so ein bisschen drauf zurückbesinnen und ich versuche auch diesen Studio Analog-Studio-Gedanken eigentlich in den Rechner zu übertragen. Dass man eben sagt, so, ich habe jetzt hier eben mein 1176 und in guten Studios, toll ausgestatteten, die früher mehrere Millionen Mark, Euro, was auch immer gekostet haben, hast du vielleicht 5 von denen. Ja. So. Aber dann ist auch Sense. Also muss ich jetzt auch nicht loslegen und davon in der Produktion 20 verbraten. So, das wäre halt, das ist möglich. Das ist möglich, ich bestreite auch nicht, dass mir das nicht passiert, aber ich versuche mich da halt eben so ein bisschen zu zähmen und mit meinen Standards eben zu arbeiten. Aber beschränkst du dich dann nur auf die Art der Plugins und auf dem Track selber? Ist es dir egal, wie viel Plugins du benutzt? Also ob du ein Vocal jetzt mit EQ, Kompressor und einem Delay gut klingen lassen kannst oder dass du sagst, pass auf, noch ein Limiter drauf, noch ein Kompressor, ich muss es noch dichter machen, zack, noch mehr und hast am Ende des Tages 20 Plugins in der Kette. Wenn du schon Vocals ansprichst, da habe ich eigentlich auch immer eine Standardkette, die immer aus einem EQ besteht, der erstmal einen Low-Cut macht und also klassisch technische Sachen und vielleicht Sachen im Mikrofon ausgleicht. Ja. Vielleicht schon mal ein paar Mitten rausnimmt oder ein paar Höhen dazu gibt oder auch rausnimmt. Aber Pre-Production erstmal. Du bereitest den Mix quasi vor, indem du einigermaßen ordentlich machst. Das ist so das erste Plugin, was draufkommt. Dann habe ich meistens einen De-Esser drauf. Dann habe ich einen Kompressor drauf. Das ist meistens eine Kombination aus einem 1176 und einem LA2A-Style. Dann vielleicht noch ein EQ, vielleicht noch ein De-Esser, je nachdem, was Phase ist. Auch immer sehr gerne genommen der Airvox aus dem Waves Bundle. Mhm. Dann hätte ich ja schon, wenn ich alle 3 Kompressoren drin habe, eben 3 Kompressoren. Ja. Und zum Abschluss vielleicht nochmal wieder ein EQ, wie den Pultec oder vielleicht auch nochmal ein Fab-Filter Pro-Q, um nochmal irgendwie detaillierter in den Frequenzgang um ihn später im Mix anzupassen. Genau, so. Und das sind auch Ketten, die ich mir immer als Track-Presets abspeichere. Mhm. Und so habe ich verschiedene Vocal-Ketten und die kann ich dann erstmal standardmäßig ganz schnell drauf ziehen auf irgendeine x-beliebige Vocal und versuchen damit erstmal zu arbeiten. Wenn ich gar nicht klarkomme, muss ich mir was Neues überlegen. In den meisten Fällen sind es aber eben, das sind klassische Recording- und Mix-Ketten, wie sie halt in zahllosen Produktionen auf der ganzen Welt benutzt wurden und werden. Und, zu Recht. Ja, eben. Funktionieren, und, Und da muss man im Idealfall einfach nur noch ein bisschen an den Reglern drehen und hat so auf jeden Fall sehr schnell einen Vocal Sound stehen. Ja. Und das gilt im Prinzip für fast alle Instrumentengruppen. Das heißt, über die Zeit kannst du dir halt zig verschiedene Track-Presets aufbauen, verschiedene Ketten, die für einen selber und in Kombination irgendwie funktionieren und mit denen dann halt rumspielen. Und deswegen ist es eben auch wichtig, sich so für sich so Standards oder Plugins rauszusuchen, mit denen man gut arbeiten kann, damit man dann nämlich wirklich immer auf die einfach zurückgreifen kann und nicht jedes Mal von neuem bei Null anfängt, genau. Und sagt, ja, welchen Kompressor nehme ich denn jetzt mal heute? Nimm den du kennst, genau. Mach dir deine Ketten, genau, und dann kannst du, wenn du dann eben denkst, bei dieser Vocal funktioniert es nicht, dann kannst du ja mal einen anderen probieren, ja? So, oder dir erzählt einer, du, ich habe das und das ausprobiert, funktioniert super, dann kannst du es ja auch mal ausprobieren und vielleicht wird es im Laufe der Zeit auch eine weitere Farbe in deiner Klangpalette. Ja. So, das wäre so meine Maxime. Eine Frage habe ich noch, und zwar 3 Plugins für die einsame Insel. Genau, da muss auf jeden Fall ein 1176 mit.
Ja, aber nicht in Hardware, ne? Nee, wenn ich da meinen Laptop mitnehmen kann, bin ja. ich glücklich. Dann brauche ich auf jeden Fall was wie den Pro-Q 2 von FabFilter, EQ, ja. um alles irgendwie zu formen. Ja. Und ich brauche unbedingt eine EMT-Hallplatte, die 140er von der UAD. Die mag ich auch sehr gerne. Das, also speziell auf Snares finde ich die ganz großartig. Bei mir immer Vocals. Vocals? Ja, Platte, Vocals. Fertig. Ah. Glücklich sein. Ich finde den EMT 250 auch toll und ich finde das Lexikon 224 auch ganz toll. Ja, super. Und habe von Native Instruments noch diese RC24 genau. und RC48, die mag ich aber nicht so gerne, sondern tatsächlich das 224 von außer UAD ist das, glaube ich, auch. Ja, genau. Ganz großartig. Ja. Machst du einfach dahinter, fertig. Ja. Vergessen. Genau. Ja. Glücklich sein. Henning, danke für deine Zeit. Jonas, vielen wunderbar. Dank. Und schön, ich glaube, wir machen mal eine Fortsetzung demnächst, ne? Gerne. Los geht's. Ciao.